So ihr Lieben, wir sind ja jetzt hier angekommen. Das ist unser Hotel, das Santa Fe. Das ist ja so ein Chaos-Hotel. Und hier ist die Rezeption. Wir haben jetzt gerade unsere Tickets bekommen und alles für den Park und unsere Schlüssel. Und hier vorne, jetzt ist da die Sonne, hier vorne fährt der Bus ab, alle 20 Minuten zum Disney Park. Aber es gibt auch einen kostenlosen Parkplatz, den man nutzen kann, wenn man in einem Disney Hotel übernachtet. Und den kann man zum Beispiel auch benutzen. So, jetzt können wir mit dem Auto zu unserem Gebäude fahren und auch unser Auto lassen auf dem Parkplatz. So, hier ist McQueen. Wir müssen weiterfahren, ne? Ja, wir sind. Okay, die haben hier verschiedene Namen. Sally, McQueen, wir sind bei Meda. Und es gibt noch Luigi. Luigi? Das sind hier die Gebäude. Wir müssen orange. Wir müssen orange. Wir sind 28. Das war bestimmt falsch. Ja, das war falsch. Wir sind, glaube ich, viel zu weit, oder? Oder müssen wir da weiter? 28. Auch das hier ist, glaube ich, unser. Aber da steht 100 noch was. Noch zu 28. Ach so. Was sind wir? Ein bisschen Cars Wildwest. Ja. Tasche lassen. Ja, nimmst du den Koffer? Wir gehen ja alle runter. Da muss doch noch was draufstehen. Ach so. Bild, hier Room 111. First Floor. Sorry, ich dachte 28 wäre unsere Roomnummer. 28 ist Building. 111. Aber wo sollen hier die 100 sein? Okay, 111. 28 ist das Gebäude und 111 ist unsere Roomnummer. Wir müssen hier hoch. Okay, kein Aufzug. Zwei-Sterne-Hotel. Jetzt merkt man es. So, 111 gefunden. Dranhalten wir. Das ist schlecht. Vielleicht die andere. Da steht doch 111, oder? Ja, wir sind auf jeden Fall richtig. Komm damit nicht rein. Dieser Blick gerade. Ja, dann muss, oder geh mal zur Rezeption und erklär denen, dass die Karten nicht funktionieren. Muss
weiter zur Rezeption laufen. Oder hier. Ich bin nicht der Sportliche. Aber das ist Emergency. Ist das Emergency, was wir gerade haben? Nee. Scheiße. Ja, dann lauf mal hin, Schatz. Ich reite. Beeil dich bitte. Ich reite hinterher. Ich muss pipi. Mama, ich reite hinterher. Ja, funktioniert nicht. Wir kommen nicht rein. Jetzt schauen wir mal, was die Ermin sagen. Oh, wann kommt der denn? Ich muss pipi. Ich muss ganz dringend auf Klo. Nach 5,5 Stunden Fahrt, 6 Stunden mit Stau. Ah, da ist er ja. Und was war los? Ja, mal gucken, ob es jetzt geht. Vielleicht kommt davon, wenn man nicht McQueen ist, sondern scheiß Martha. Dieser Abschleppwagen. Martha heißt der Abschleppwagen? Ja, der hier. Ach so. Ich dachte, er heißt Muck. Oh, Gott sei Dank, sie hat schon gesagt, wenn es jetzt nicht geht, müssen sie runtergehen und dann irgendeinen so Service anrufen. Die kommen dann und machen die Tür auf. Geiler Service. Es riecht auf jeden Fall frisch. Ich will auch rein. Warum lachst du? Ja, das ist auch total dabei. Witzig, wie das hier aussieht. Süß. Da ist halt richtig dabei. Okay, Alexander, du hast ein Riesenbett für dich alleine. Es sei denn, du findest noch eine Begleitung heute im Disneyland, die mit dir schläft. Ja, alles so im... Hier können die im Car-Style, ne? So, dann machen wir mal den Sauberkeitstest. Also hier ist schon schmutzig. Gucken wir mal das Klo. Oh, et voilà. Das sieht auf jeden Fall sauber aus, würde ich sagen. Super. Ja. Sacre bleu. Oh. Eine saubere Badewanne auch. So, ich gehe jetzt erstmal baden. So, also nicht halt ihr so vor. Ich muss auf jeden Fall pinkeln, alle mal hier raus. Du musst mal einfach halt hochklettern, damit man da hochkommt. Ja, du. Wenn ich so, raus. Ich muss dringend pipi. Wie heißt das Ding da oben, Alexander? Rollator. Ein Rollator. Also, Mädels, so sieht ein Rollator aus. Highspeed-Rollator. Wie heißt der? Ventilator. Ach so. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Sachen schon mal hier rausgepackt. Ich habe hier, wie ihr seht, ein paar Tupperdosen, Besteck und hier diese Schüsseln mitgenommen. Hier mal noch Getränke. Hier bin ich gerade am Futtern. Und hier ist unsere Essensschublade. Hier haben wir ganz viel Knabberzeug und hier so Kekse, Schokolade. Dann habe ich ein Toastbrot mitgenommen, sogar inklusive. Inklusive Toaster. Und ein Tresor. Dann können wir morgens oder abends uns einen Toast machen. Hey, da kommt was raus. Dann habe ich hier Aufschnitt mitgenommen, aber wir haben hier keinen Kühlschrank. Ich dachte, hier könnte man das kühlen. Willst du es in Wasser reinlegen? Da kommt Wasser rein. Hier kommt kein Wasser rein. Wenn da kleine Löcher drin sind, kommt da bestimmt Wasser rein. Das ist mir schon mal passiert. Ja, es sind ja keine Löcher drin. Ich meine nur, es wird Wasser reinkommen, glaub mir. Ja, ich will uns Wasser reinlegen. Also das ist schon offen. Ja. Der Boden ist auf jeden Fall gut jetzt kalt im Badezimmer. Ja, okay, dann legst du rein. Hoffen wir mal, dass keine Mäuse kommen und das wegessen. Mehr so aus dem Spind oder? Ja, hier haben wir noch ein bisschen Obst, Gemüse, Butter, Oliven. Ja. Trauben, Banana, Margarine. Auf jeden Fall haben wir alles da. Wir werden nicht verhungern. Jetzt ist die Frage, ob wir uns was mitnehmen sollen heute in dem Park, essensmäßig, oder ob wir da was holen. Lass da was holen. Okay, dann lass uns in 10 Minuten los. So, ihr Lieben, heute ist unser Abreisetag.
Ihr könnt um 15 Uhr hier einchecken im Santa Fe und um 11 Uhr auschecken. Ich werde aber diese Szenen hier einmal reinpacken in die Folge oder im Vlog, wo ich euch das Zimmer zeige. Auf jeden Fall habt ihr hier noch, wie gesagt, einen Deckenventilator. was ist noch nützlich? Wir haben einen Fernseher mit ein paar deutschen Programmen. Wir haben Disney Plus in Deutsch. ZDF. Oh, das war's auch schon. Das war's auch schon, okay. Auf jeden Fall ist das ganz cool für die Kinder, dass man hier Disney Plus auf Deutsch hat. Steckdosen haben wir so ungefähr 4 oder 5 Steckdosen im ganzen Raum, aber man hat keine Steckdosen am Bett, also vielleicht eine? Okay. Eine versteckte, vielleicht ein Verlängerungskabel mitnehmen, ansonsten sind die Handys hier irgendwo, wenn man die über Nacht laden möchte. Also Steckdosen sind auf jeden Fall vorhanden. Hier hat man noch einen Schminkspiegel. Ein Safe hat man hier drin. Wir haben aber alles wertvolle tagsüber im Auto gebunkert. Ja, und Ermin meinte ja gerade auch hier im Flur. Moment. Macht ihr mir gleich wieder auf? Hier im Flur hat man immer so einen Wagen stehen. Da kann man sich nochmal Sachen nachholen, wenn man möchte. Handtücher, Bettlaken, Schmutzwäsche kann man hier einfach selber reinwerfen. Und hier hat man nochmal Becher von Cars, Shampoo und Conditioner. Wenn man möchte, kann man auch den Raum sauber machen. Nee, aber auf jeden Fall ist hier alles, was man sich vielleicht auch, wenn man möchte, selber. Das finde ich ganz süß. Ich glaube, da nehme ich eins mit als Andenken. Tütchen sind hier. Ja, auf jeden Fall ist alles da. Hier sind noch Infos. Infoblätter. Das ist ganz praktisch. Eins mitnehmen zur Erinnerung. Gibt es ganz viele. So, und im Badezimmer hat man hier Duschgel, Shampoo und sogar Conditioner. Das ist echt krass für ein 2-Sterne-Hotel. Toilettenpapier war auch genug da. Wir hatten 2 Rollen. Und was auch für eine Frau sehr wichtig ist, das Licht hier im Badezimmer ist echt gut zum Schminken. Und wo ich sehr beeindruckt von war, ist, dass es sogar einen Föhn im Badezimmer gibt für ein 2-Sterne-Hotel. Also war auf jeden Fall gut, ne? Wir sind schon beeindruckt, weil wir haben vorher die Bewertungen gelesen. Man hat uns gesagt, ja, das Hotel ist nicht so gut und bla bla bla. Aber jeder hat natürlich seine eigene Meinung. Wir können nichts Negatives über unser Zimmer sagen. Es war alles schön sauber und war alles da, was wir gebraucht haben. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier am Essen. Wir haben uns Toastbrot gemacht. Wir sind hier alle am Reinhauen. Und so ein bisschen am Snacken. Und guckt mal, wenn man den Fernseher anmacht. Voll süß, steht da sogar Familiepistole. Welcome Hotel Santa Fe. So, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich guck mal eben. Wir haben es jetzt 16.50 Uhr und wie ihr seht, es ist schön sonnig. Ich habe mir meine Minimaus-Ohren angezogen und jetzt laufen wir zur Bushaltestelle, denn wir fahren gleich mit dem Shuttle in die Disney Parks. Ja. Auf jeden Fall sehr viel los hier. Es sind viele Leute, die ankommen. Wir haben uns auf jeden Fall dick angezogen, unsere dicken Jacken, weil wir haben dünne und... Oh, das ist der. Schnell! Oh, schnell. Rein da hier rum. Danke. Das ist der doch, oder? Auch nicht. So. Und dann was kommt. Wir fahren jetzt zum Park. Ist aber
seht ihr auch mal unser Hotel von Weitem. So, also der Bus ist hier angekommen. Hier steht auch unser Hotel Santa Fe. Also müssen wir den nachher von hier nehmen. Alle 12 Minuten. Der letzte ist um 11.30 Uhr. Soll das so sein, weil das so abgeklebt ist? Ja, hier fahren auf jeden Fall alle Busse ab. Und hier lang geht es zu den Parks. Ich werde schon die ganze Zeit von Ermin ausgelacht, weil ich die Öhrchen anhab. Hier laufen doch alle so rum. Ich wette mit dir, du holst hier auch noch irgendwie was. Eine Mütze oder irgendwas. Darf man dich nicht anlachen oder was? Du hast mich ausgelacht. Nein. Also findest du mich süß? Ja. So, wir sind jetzt drin. Das sind diese Karten, die man bekommt fürs Hotel. Das sind hier auch die Eintrittskarten. Und mit denen kann man dann hier jeden Tag rein. Was ist das? So, wir sind jetzt im Disney Park. Müssen wir hier nochmal die Karte? Scan. Ja. Krieg meine Karte raus. Genau, also diese Karten. Einmal muss man die vorne vorzeigen, hier muss man die einmal abscannen. So. Dieses Jahr feiert Disneyland 30-Jähriges. Da sind wir mal gespannt, was wir jetzt hier alles sehen. Und 17.30 Uhr ist eine Parade. Wir haben jetzt kurz vor 17 Uhr. Die sehen wir dann gleich auch. 30 Jahre Disneyland. Also hier ist es gerade richtig voll. Überall auf jeder Straßenseite, weil gleich die Parade losgeht. Aber wir werden uns sie jetzt heute nicht angucken. Geht wahrscheinlich jetzt los. Ja, auf jeden Fall. Werden wir heute mal so ein bisschen uns den Park angucken. Echt süß, alle haben so Öhrchen an, sogar so kleine Kinder, das sieht so richtig niedlich aus. Ja, also wir gucken uns morgen oder übermorgen die Parade an. Wir werden jetzt erstmal, das Schloss ist gerade vor uns, da werden wir jetzt ein paar Fotos machen. Das jene Schloss und das Nicht-Schloss. Und dann werden wir zu den Attraktionen. Ja, die Parade, die kommt von da. Deswegen sind da die ganzen Menschen bis da hinten.